Zeit, den Grill anzuschmeißen. Heute gibt's Pulled Beef Sliders. Pulled Pork hatten wir schon öfters. Heute im ersten exklusiven Selbstversuch das Ganze einmal mit Rindfleisch. Wir beginnen mit einer leichten Injektionsmarinade. Dafür nehmen wir eine halbe Tasse Apfelsaft und einen Schuss Apfelbalsamessig. Geht natürlich auch ganz normaler Apfelessig. Dann brauchen wir eine Marinadespritze und dann injizieren wir diese in das Fleisch. Ich habe hier ein Charolais-Rind. Das haben wir uns mit mehreren Leuten gekauft, sozusagen schlachten lassen und dann zerteilt. Ich weiß gar nicht genau, was für ein Stück ich da habe. Spielt auch eigentlich keine Rolle. Sieht ein bisschen aus wie ein Teil aus dem Bug. Ja, schauen wir mal, was draus wird. Danach nehmen wir einen Rub. Ich habe noch ein zweites Stück. Auch hier kommt etwas Rub drauf und schön einmassieren. Danach nochmal 2 Stunden in den Kühlschrank. Dann habe ich etwas Sensationelles. Ich habe von der Firma Cook in Wood aus Spanien ein Produktpaket bekommen. Da waren Räucherhölzer, Zubehör etc. drin. Und hier haben wir dann Chunks von einem alten Brandy-Fass. Wenn ihr euch das ganze Paket angucken wollt, könnt ihr auf meinen Blog gehen. Dort gibt es das als Unboxing. Ja, wie schon beim Pulled Pork dauert ja auch Pulled Beef wahrscheinlich etwas länger, deshalb starten wir mitten in der Nacht. Ich habe jetzt nicht den Luxus einer Nachtkamera, also bekommt ihr einmal die dunklen Bilder zu sehen. Danach bin ich ins Bett gegangen und am nächsten Morgen sieht das Ganze dann ungefähr so aus. Schauen wir uns mal an, hier kurzer Gang über meine Terrasse. Der Monolith hat immer noch 110, 115 Grad, ein bisschen warm geworden vielleicht, aber macht dem am Ende keinen Abbruch. So sieht das Ganze aus. Das sind jetzt circa, ich glaube, 8 Stunden her. Ja, fühlt sich noch fest an. Kleiner Drucktest. Ja, nach etwa 12 Stunden, wenn eine Kerntemperatur von gut 60 Grad in dem Rind erreicht ist, nehmen wir 2 Reihen Alufolie und dann verpassen wir dem Rindfleisch eine Aluminiumphase. In dieses Aluminiumpaket geben wir Barbecue-Soße. Bei unserem letzten Meeting in Udenheim waren ja auch die Jungs von der Chili Police, von Hot Mamas da. Die haben uns ein paar Grillsoßen gegeben. Hier kommt heute die Barbecue-Soße von ihnen zum Einsatz. Ruhig großzügig die Barbecue-Soße über dem Rind verteilen. Das ersetzt hier die Phase, in der man das normalerweise mobbt. So sieht die ganze aus. Die schmeckt sensationell gut. Wenn ihr sie mal irgendwo seht, schlagt zu. Die ist wirklich klasse. In der Zwischenzeit, wo das Fleisch in Aluminium weiter auf dem Grill vor sich hingart, kümmern wir uns doch mal um die Sliderbrötchen. Ich habe hier ein ganz einfaches Rezept für Hamburger Buns. Den genauen Link packe ich in die Artikelbeschreibung. Könnt ihr gerne ausprobieren. Die sind nicht ganz so mächtig. Ich stehe da drauf, die sind ein bisschen süßer. Aber jeder so, wie er mag. Das Schöne ist, dass wenn wir wirklich Sliderbrötchen machen wollen, kann man hier natürlich die Größe dann selbst bestimmen. Das Ganze mal im Expressdurchlauf. So sieht das Ganze dann aus, wenn diese aus dem Backofen kommen. Ja, bei Pulled Pork kommt ja oft Coleslaw mit dazu. Wir machen hier einen anderen Salat heute mit dabei. Für das Dressing benötigen wir 1,5 bis 2 Esslöffel mittelscharfen Senf und danach brauchen wir Zuckerrübensirup, ca. 2 bis 3 Esslöffel. Das ist ganz schön klebrig, das Zeug. Es wird eher ein süßeres Dressing. Sobald wir das zusammen haben, geben wir noch 2 bis 3 Esslöffel Apfelessig hinzu und 1 Esslöffel Olivenöl. Und danach schmecken wir dieses Dressing mit Salz und Pfeffer ab. Jetzt kann man verschiedene Sachen da reinmachen. Es ist zum Beispiel geeignet, wirklich Rotkohl oder einfach Kohl dort mit reinzurühren. Ich habe mich heute für Chicorée entschieden. Gelben und roten Chicorée. Der ist ja in der Regel etwas bitter, passt aber ganz gut dann mit diesem süßen Dressing und dem Geschmack von dem Zuckerrübensirup. Passt auch am Ende super zu dem Rindfleisch mit der Barbecue-Soße. Hier das Ganze noch, wie ich es mit Salz und Pfeffer abschmecke. Und dann den Chicorée dazu.
fertig. So, kurzer Blick auf das Thermometer. Es ist vollbracht. Kerntemperatur 98 Grad, Grilltemperatur 109 Grad. Leider habe ich ein bisschen vergessen, auf die Uhr zu gucken, ob wir jetzt 12, 13 oder 14 Stunden drauf waren. Auf jeden Fall low and slow. Schaut es euch an. Der Geruch, ne? Mann! Zu schade, dass es noch kein Geruchsfeature auf YouTube gibt. Schlägt dann sogar die Kamera. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob man das wirklich pullen kann, wie beim Schweinenacken. Fühlt sich auf jeden Fall schon sehr viel weicher an als beim Drucktest vor der Aluminiumphase. Aber was soll's, Versuch macht klug. Bitte sehr. Man sieht, lässt sich ganz gut pullen. Sensationell, wenn ihr das riechen könntet. Wahnsinnig toller Smoke Ring. Tolles Aroma von diesen Brandy Holzchips von Cook & Wood. Ja, hier nochmal die Bilder von dem Smoke Ring. Das Zusammenbauen des Sliders ist natürlich denkbar einfach. Fleisch, etwas von dem Salat, fertig. Das müsst ihr unbedingt probieren. Ist eigentlich eine coole, gelungene Abwechslung zu Pulled Pork, hin und wieder mal Pulled Beef. War nicht das letzte Mal, dass das bei mir gibt. Hat mir sehr gut gefallen. Die Dressingmenge für meine vier Chicory-Rollen war vielleicht ein bisschen viel. Beim nächsten Mal würde ich da vielleicht ein bisschen weniger machen oder das Ganze wirklich mal mit dem Rotkohl probieren. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, wäre ich dankbar, wenn ihr einen Daumen nach oben klicken könntet oder vielleicht sogar Lust hättet, meinen Kanal zu abonnieren, falls das noch nicht geschehen ist. Besucht auch meinen Blog 0815barbecue.com. oder meine Fanseiten Google+, Twitter, Facebook etc. Das nächste Video gibt es an diesem Sonntag. Bis dahin, ich bin raus, euer Markus.